Guess who's back? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das wird heute ein kleines Mischvideo. Wir machen heute eine Verlosung. Ich zeige euch, was es gleich gibt. Ich ziehe zwei Herzen bzw. meine Kinder. Ich fange aber erstmal an mit einer anderen Sache, die nicht so toll ist. Ihr wisst doch noch, ich hatte euch doch mal was von dieser Kerstin erzählt. Mensch, wie hieß sie denn? Ich komme nicht drauf. Ich blende es euch hier ein. Die hat ihr Profil neu gemacht. Also ich wurde blockiert. Auch komisch, ne? Ich wurde blockiert. Warum wurde ich denn nur blockiert, liebe Kerstin? Mensch, gab doch eigentlich gar nichts, ne? So von deiner Seite. Okay, ich hatte ihr ja, wie gesagt, ein schönes Paket geschickt. Dann habe ich mich dazu geäußert, dass ich das absolut scheiße finde, was sie macht. Und daraufhin wurde ich blockiert. Okay, gut. Kann man machen. Was man nicht machen sollte, ist generell so eine Show abziehen und dann auch noch weitermachen. Denn ja, die liebe Kerstin macht weiter. Die macht weiter mit ihrer Masche. Und ich wollte euch nur sagen, sie nennt sich jetzt. Ich schreib's mal auf. Nee, Quatsch. Kleines Monchichi. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Denn ja, ich nenne keine Namen. Wir haben so ein paar Sachen rausbekommen und sie macht jetzt quasi weiter in anderen Gruppen. Sehr schön. Also richtig geil, Kerstin. Das ist eine ganz, ganz tolle Charaktereigenschaft. Wirklich sehr, sehr toll. Ich wollte euch einfach nur sagen, dass diese Dame, diese Kerstin, diesen neuen Namen hat. So. Es ist immer so schlimm, über sowas zu sprechen, ihr Lieben. Mir macht das echt null Freude. Weil dieser Kanal ist eigentlich ja, für mein liebstes Hobby da. Und nicht für so einen Scheiß, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und als ich dann gehört habe, dass sie da wieder weitermacht, dann ist das immer so ein Struggle. Ich will so ein Video gar nicht machen. Ohne Scheiß, Leute. Ich will so ein Video gar nicht machen. Aber man will ja auch die Leute warnen, ne? Dass da keiner ins Messer reinläuft, wie es mir passiert ist und anderen. Und dann, ja, muss man dann halt eben auch so ein Video machen. Okay. Okay. Ihr Lieben, ich werde zwei Herzchen ziehen. Ich bin schon wieder total fix und fertig im Kopf, ich sag's euch. Also diese Menschen, einfach nur diese Menschen, die regen mich so auf. Ich werde zwei Herzchen ziehen, also kommentiert gerne in dem Video, ob ihr in den Lostopf wollt. Einfach nur, ich bin dabei. Und zwar habe ich folgende Sachen also nicht aussortiert. Die hatte ich einfach noch und die möchte ich teilen. Die sind relativ neu. Einmal ist es das schöne Set. Ja, hier steht sogar noch, der Preis ist jetzt egal. Es ist egal, ne? Selbst wenn es so ein Euro wäre, das spielt keine Rolle, aber es steht noch hinten drauf. Ich glaube hier auch. Ich mache das auch nicht ab. Ist auch wurscht. Das ist ein wunderschönes Szenenset. Da habt ihr Tannenbäume, ihr habt Rehe. Könnt ihr richtig toll gestalten. Ja? Aber ich habe genug Tannenbäume. Ja. Ich dachte mir, ey, komm, nö. Dann dieses Set hier. Ganz, ganz tolles Set. Wer noch nichts für die Einschulung hat. In diesem Wert. Und ich dachte, ach komm, ich teile mit euch. Ich habe so viele Stempel. Dachte mir, komm, das gibst du mit ab. Also, ich ziehe zwar nur zwei, aber dann könnt ihr so ein bisschen, ja, so ein bisschen aussuchen. Ne? Ja, ihr Lieben, also, kommentiert gern. Und wir machen heute Folgendes.
Entschuldigt bitte, es ist ein total wirres Video und ich habe echt schon wieder Bauchschmerzen. Das glaubt ihr mir gar nicht, was ich für Bauchschmerzen habe. Ich hasse solche Videos. Ich habe mir von der Tina vom Kreativfalter diesmal diese süßen Nilpferdchen rausgesucht. Also eins. Und benutze heute diese Stanze. Die hat diese Nummer. Hier sind so eingeprägte Linien. Also wir haben einmal hier eine, so in der Mitte und ja. Da kann man es quasi hinschreiben. Oder man. Nee, eigentlich so rum, ne? Wir machen es aber heute so rum, weil sonst habe ich hier diesen. Wie heißt es? Diesen Strand nicht richtig drauf, ne? Sonst verdecke ich das ja halt eben. So. Ich habe mir dann auch noch den anderen Rahmen ausgestanzt und wir layern das so drüber. Also wir machen heute eine Postkarte und dann zeige ich euch, wen wir da draufsetzen. Oh, ihr kriegt einen Kriechanfall. Es ist so niedlich. So, ich nehme heute Mermaid. So. Zack. Dann machen wir uns noch unseren Strand. Da habe ich mir Vintage-Foto genommen. Und Crown Espresso, das ist ja so ein etwas dunklerer Ton. Ach so, ihr Lieben, und falls das irgendwie unklar war oder ich mich versprochen habe, ich unterstütze eigentlich als Gastdesigner die liebe Kreativhalter im Oktober. Da ich aber so viel bekommen habe, mache ich das jetzt schon und ziehe das auch bis in den November rein und ja, noch länger. Jedenfalls habe ich das so vor. Ne? So, nur falls das irgendwie für manche unklar war.
Guckt euch doch mal bitte diesen süßen Schatz an. Ist der nicht niedlich? Oh, ich sag's euch, ich bin verliebt. Ich bin wirklich verliebt. Also, Tienchen, da hast du wirklich einen Vogel abgeschossen, ne? Unglaublich süß. Schaut mal. Da sitzt, da könnte ich doch sein, ne? Mit meinem Bier. Das ist so süß. Und ich weiß, ich habe es euch schon gezeigt, aber hier kommen ja auch immer neue Follower dazu, Abonnenten dazu. Das ist die Liebe. Schaut unbedingt mal in den Shop rein und guckt mal. Ich habe die Glitzer, also diese, ja, wie heißt das denn? Na, hier diese Glitzersternchen, Leuchte-Funkelsternchen dazu gemacht. Schaut mal, wie niedlich die sind. Sind die nicht süß? Absolut süß und ich freue mich drauf. Ich weiß, der Sommer ist fast zu Ende, aber es ist egal. Die werden verbastelt. Absolut niedlich. Ja, ihr Süßen. Also, das nächste Mal gibt es hoffentlich nicht so blöde Nachrichten. Was heißt blöde Nachrichten? Ne? Also, ich denke, das ist keine blöde Nachricht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das andere halt eben. Das war ja das Letzte, was wir zusammen gemacht haben. Oh, total süß. Ich bin echt verliebt. Ich bin so verliebt in die Sachen, das glaubt ihr gar nicht. Ja, ihr Herzies, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bevor ich es vergesse, mache ich hier noch meinen mein Klebchen drauf. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstag oder Mittwoch. Ja, oder je nachdem, wann ihr das Video seht. Wie gesagt, haltet die Augen offen. Klemmt es euch einfach hin das Ohr. Kleines Monchichi. Ich blende euch den Account ein oder hab's vielleicht schon getan. Ihr werdet es ja sehen. Und ja, so ist das. Es gibt einfach überall so eine Menschen. Bis dann. Tschüss.